hilfreichen Helfer. Wir helfen immer gern. Hallo, Clarabella. Hallo, Minnie. Ich wollte euch nur einen fröhlichen Gründertag wünschen von Colonel Salamingers originaler Holzhütte. Wow. Colonel Salaminger ist eine entfernte Verwandte von mir. Und vor über 100 Jahren war das das erste Haus von Otto Krausen. Sie hat es selbst gebaut. Aber es ist längst in Vergessenheit geraten. Ich denke, das perfekte Geburtstagsgeschenk für unsere Stadt wäre, die alte Hütte zu restaurieren. Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wie die Geschichte von Hotdoghausen einst begann. Oh, vielleicht erzählen wir die Geschichte mit einem Stück. Und der Clarabella, du spielst die Hauptrolle. Colonel Salaminger. Oh nein, ich bin nicht sehr gut im Schauspielen. Wir helfen dir, Clarabella. Und wenn die Menschen von Hotdoghausen etwas über die Hütte und die Geschichte gelernt haben, werden sie alle mit anpacken wollen, um sie zu restaurieren. Wir treffen uns an der Bühne im Park. Oh, danke, hilfreiche Helfer. Oh je. Die hilfreichen Helfer sind immer da. Sie helfen dir, das ist ganz klar. Wir spielen heute ein Stück. Vorhang bitte. Ein Stück zu spielen ist nicht so einfach. Wie sollen wir das alles bloß schaffen? Naja, ich habe Poster gemacht, damit die Leute in der Stadt wissen, was hier passiert. Und ich habe ein paar Freunde eingeladen, damit sie in dem Stück mitspielen. Hallo, hilfreiche Helfer. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Bella wird uns die Geschichte von Colonel Salaminger erzählen, die das erste Haus der Stadt gebaut hat. Also, ich schreibe das Skript, während Clarabella die Geschichte erzählt. Das ist perfekt. Im Skript steht, was jeder zu sagen und zu machen hat während des Stücks. Also, vor 100 Jahren teilte Colonel Salaminger ihr Lieblingsessen, Hotdogs, mit jedem, den sie auf ihren Reisen traf. Als ein hungriger Wolf mit dem letzten Hotdog auf und davon lief, jagte sie ihn durch die Wälder und rief: Stopp, du Hotdog-stehlender Wolf! Plötzlich stand sie vor außergewöhnlichen Bergen. Bei alle Tomaten, rief sie, diese Berge sehen aus wie Hotdogs. Das ist mein neues Zuhause, Hotdoghausen. Colonel Salaminger lud jeden, den sie kannte, ein, nach Hotdoghausen zu ziehen. Und so wurde es der glücklichste, Hotdog-verrückteste Ort im ganzen Land. So, und jetzt müssen wir diese Geschichte auf der Bühne mit Kostümen und Musik erzählen. Clarabella, du bist Colonel Salaminger. Ich hoffe, ich schaffe das auch. Ich bin jetzt schon ziemlich nervös. Auch keine Sorge, Theaterspielen wird dir Spaß machen. So, Pluto, du bist der Wolf. Mickey, Goofy und Donald, ihr seid die Dörfler und ihr helft alle zusammen beim Aufbau. Daisy und Kokolina kümmern sich um den Vorhang, die Musik und das Licht. Mit unseren Headsets können wir miteinander reden. Meinst du die, die nicht funktionieren? Ich bin die Regisseurin und helfe allen bei dem, was sie tun sollen. So, Clarabella. Ich meine, Colonel Salaminger, wenn die Musik beginnt, reitest du mit deinem Pferd herein. Musik, Kokolina. Kokolina, kannst du mich hören? Ja, Musik. Spiel die Musik ab. Spiel die Musik ab! Ich bin ja nicht taub. Hey, ich hab dich gehört. Das Headset funktioniert. Clarabella, jetzt sag deinen ersten Satz. Liebe Einwohner, ich bin keine Salaminger. Möchtet ihr ein paar Hotdogs essen? Kommt schon, Jungs. Seid ihr bereit? Na dann los, Clarabella. Hallo, Hotdogs. Ich bin Salaminger. Wollt ihr ein paar Einwohner essen? Warte, was? Clarabella, das war nicht richtig. Kokolina, stopp die Musik. Stopp die Musik, Kokolina. Es hat keinen Zweck. Oh, genau davor hatte ich Angst. Ich bin nervös, wenn ich auf der Bühne stehe und bringe alle Wörter durcheinander. Nochmal ganz von vorn, lies einfach, was auf dieser Seite steht. Oh, na gut. Liebe Einwohner, möchtet ihr ein paar Hotdogs essen? Wunderbar, Clarabella. So, nachdem die Einwohner die Hotdogs gegessen haben, läuft Pluto heulend auf die Bühne und schnappt sich den allerletzten. Los! Gut, Clarabella, jetzt dein nächster Satz. Stopp, du Hotdog-stehlender Wolf! So, und jetzt versuch's ohne Text. Stopp, bleib Wolf, du Hotwolf-stehlender Still! Oh je, Mini. Oh, du musst nur etwas mehr üben, Clarabella. Schau Mickey Maus' kunterbunte Abenteuer im Disney Channel.